Live Talk Radio 0800 220 5050. Domian im WDR Fernsehen und bei 1Live. 1Live 0800 220 5050. Ja, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Wie immer eine Themennacht und unser Thema heute Nacht heißt: Ich bin entstellt. Ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die das Gefühl haben, dass sie entstellt sind, die von sich sagen, ich bin entstellt. Vielleicht aufgrund eines Unfalls, einer schweren Erkrankung, einer Behinderung, was auch immer. Es kann ja sein, dass andere Leute meinen, na, das ist ja gar nicht so schlimm, das ist durchaus in Ordnung, aber ihr leidet vielleicht darunter. Oder aber auch, es ist etwas sehr Schlimmes passiert und ihr sagt, na gut, ich sehe nicht aus, wie so die Norm aussieht, ich bin vielleicht entstellt, aber ich habe mich damit arrangiert und ich kann damit auch gut leben. Unser Thema, ich bin entstellt, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt mir unter domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Stefania und ist 19 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Stefania. Ja. Du hast mich angerufen zu diesem Thema, ich bin entstellt. Ja, genau. Würdest du das von dir sagen? Ja, würde ich schon sagen. Und was ist los? Ich hatte mit 4 Jahren einen Unfall und zwar haben meine Eltern mit mir damals gegrillt und ich habe mit dem Spiritokum gespielt und seitdem ist meine komplette linke Hälfte vom Gesicht, Arm und Bein verbrannt worden. Eine Bitte vielleicht noch, wenn du den Hörer ein bisschen anders halten könntest. Das klingt so sehr verschwommen. Wenn du sprichst, dann könnte ich dich vielleicht besser verstehen. Du hast mit dem Spiritus herumgespielt. Ja. Das heißt, und du hast den Spiritus dann in die Kohle reingegossen? Oder was hast du gemacht? Ja, ich habe den direkt in den Grill reingegossen und dabei habe ich mich so erschrocken, dass ich zurückgegangen bin und mich am Grill festgehalten habe und dabei den ganzen Grill auf mich gezogen habe. Das heißt, in dem Moment müssen das erstmal ein Riesenschreck für dich gewesen sein? Ja, also ich kann mich nur so daran erinnern, im ersten Augenblick hatte ich gar keine Schmerzen. Und im Nachhinein kam es alle, wo meine Eltern rausgekommen sind, dann fing es an, weh zu tun. Und ach, du warst in dem Moment alleine mit dem Grill? Ja. Ja. Meine Eltern waren im Wohnzimmer und haben schon gegessen. Ja. Und als sie dann rauskamen, dann fing ich an, dass es weh tut. Bist dann wahrscheinlich sehr schnell ins Krankenhaus gekommen? Ja. Ja. Was hat man im Krankenhaus gemacht mit dir? Also ich wurde erst unter Narkose gesetzt, damit ich das nicht so merke, weil ich noch ziemlich jung war. Und dann haben die schon die ersten Operationen gemacht. Und das ging insgesamt jetzt 3 Jahre ging das. 3 Jahre. 3 Jahre Krankenhaus, 3 Jahre immer wieder operiert. Genau. Man hat, was hat man operiert? Hauttransplantationen gemacht? Ja. Von wo hat man die Haut weggenommen? Zum größten Teil von meinem rechten Oberschenkel, also Innenseite, und von meinem linken Arm, von der Innenseite vom Oberschenkel. Und von der rechten Gesichtshälfte am Hals. Ja. Ich wurde nach links hin transplantiert. Ah ja. Ist denn an der Stelle, wie geht das eigentlich? Wächst dann neue Haut an der Stelle nach? Bei mir nicht. Das ist jetzt alles vernarbt. Nein, ich meine da, wo man die gesunde Haut wegtransplantiert, da ist die Haut ja dann weg. Ja, da wächst sie nach. Da wächst sie wieder nach. Ja. Und dann wird die, also man schneidet da gesunde Haut raus und legt die auf die Stelle, wo die Verbrennung stattgefunden hat. Ja. Beschreib mal, wie das jetzt, du hast es gerade schon ein bisschen angedeutet, beschreib mal genau, wie das jetzt aussieht. Also, meine linke Seite ist Gesichts. Die Gesichtshälfte ist dunkler als die rechte. Die ist total vernarbt. Und dort wachsen auch keine Haare mehr. Und da ist alles vernarbt und ja, halt.
Nicht mehr die normale Hautfarbe. Ja. Wie weit zieht sich das runter bis zur Brust? Also es geht komplett die ganze linke Gesichtshälfte bis runter zum Hals. Mhm. Dann bei der Brust hört es auf. Mhm. Dann also mein kompletter linker Unterarm. Mhm. Und die Innenseite vom Oberarm. Mhm. Und vom linken Bein der Oberschenkel. Das auch noch? Ja. Wie kam das, dass der Oberschenkel da auch noch gebrannt hat? Also der Grill ist irgendwie auf meine linke Seite gefallen und ich habe mich noch so weggedreht, aber das Bein ist nicht ganz so schlimm. Mhm. Also das Gesicht ist das Schlimmste. Noch mal eine Frage zu den Geschehnissen damals. Hast du wirklich eine Weile, wenn auch kurz, weil deine Eltern ja zur Hilfe kamen, gebrannt? Oder sind diese Verbrennungen entstanden durch die kurzzeitige Berührung mit den Flammen? Also im Gesicht war das hauptsächlich durch den Haaren, weil ich hatte damals ganz lange Haare. Mhm. Und da sagten die Ärzte, das wäre wohl durch die Haare entstanden, weil die Haare im Gesicht waren. Mhm. Naja. Und die brannten dann richtig? Ja, die brannten richtig. Und deine Eltern haben dich dann wahrscheinlich irgendwie mit Decken oder mit irgendwas die für die Flammen ausgedrückt? Ja, die haben einmal komplett, also wir hatten da so ein Planschbecken und da haben die mich praktisch einmal drin gehabt. Achso, die haben dich genommen in ihrer Not und haben dich einfach in das Planschbecken reingeschmissen. Ja. Was wahrscheinlich auch richtig war, ne? Ja. Ja. Mhm. Und meine Kleidung war halt total zerschmort und dadurch habe ich das auch am linken Oberarm und Unterarm. Mhm. Da ist das T-Shirt am Oberarm ist weggeschmort gewesen und das hat sich richtig reingebrannt. Wie lange hast du eigentlich damals, nachdem du dann ins Krankenhaus, wie alt warst du? Du hast gerade am Anfang gesagt. 4 Jahre. 4 Jahre. Wie lange hat man dich ins Koma gelegt? Also insgesamt knapp 6 Wochen. 6 Wochen. Man ist sehr jung mit 4, aber dennoch hat man sicherlich Erinnerungen. Du hast Erinnerungen an diese Dramatik. Ich stelle mir Brandverletzungen unfassbar schmerzhaft vor. Wenn ich mir schon mal irgendwie ein bisschen die Hand verbrenne, irgendwie am Herd oder so, tut das schon weh. Aber wenn man sich vorstellt, dass man ganze Flächen am Körper, hast du diese Schmerzen auch so stark in Erinnerung? Ja, habe ich. Also die haben mir im Krankenhaus, habe ich wirklich geweint ohne Ende und es war ziemlich schlimm und die mussten immer wieder Schmerzmittel geben. Mhm. Vor allem in der Nacht und ich konnte nicht alleine sein. Ich hatte immer wieder Angst vor Feuer und ich habe jetzt immer noch Respekt vor Grillen. Das wollte ich sagen, wahrscheinlich heute noch. Dass sie da. Wie ist es heute? Du bist eine junge Frau von 19 Jahren. Wie lebst du mit dieser, ich sag mal in Anführungszeichen, Entstellung, also mit dieser Abweichung von der Norm in deinem Gesicht? Also wenn ich mit meinen Freunden, die ich jetzt auch schon seitdem kenne, seitdem ich klein bin, unterwegs bin, dann vergesse ich es einfach und dann denke ich auch nicht dran. Mhm. Aber sobald ich irgendwie alleine bin, abends alleine, mich vorm Spiegel stelle, dann kommen halt schon Erinnerungen hoch von der Schulzeit mit Mobbing und Bist gehänselt worden? Also nicht direkt, aber es sind halt schon die Blicke. Blicke sagen alles. Mhm. Man kann das auch nicht, wie das jetzt aussieht, irgendwie mit Schminke kaschieren. Das geht nicht. Nee, das geht nicht. Hast du eigentlich noch Schmerzen an diesen Stellen? Also wenn es extrem warm ist im Sommer, dann ja. Mhm. Dann brennt die Haut richtig. Mhm. Aber so direkte Schmerzen nicht, weil es halt, alle halbe Jahre muss ich jetzt zur ärztlichen Kontrolle. Mhm. Und da wird geprüft, ob die Haut noch dick genug ist. Mhm. Was wäre, wenn sie nicht dick genug mehr wäre? Was passiert da? Dann müsste eine neue Transplantation durchgeführt werden. Oh ja. Besteht denn die Gefahr, dass die Haut dann irgendwie von alleine wieder dünner wird? Kommt drauf an. Also wenn ich sehr, sehr viel bade oder dusche, dann wird die Haut automatisch dünner. Wenn du nicht aufpasst. Mhm. Genau, wenn ich zum Beispiel im Sommer sehr viel schwimmen gehe, dann wird die Haut dünner und da muss ich halt sehr aufpassen. Mhm. Und besonders im Gesicht, auch wenn ich mich im Sommer nach draußen lege und sonnen gehe, das kann ich nicht. Also klar, das kann ich mir vorstellen. Das Augenlicht war aber nicht betroffen von den Verletzungen, also das Auge. Ja. Gott sei Dank nicht. Mhm. Hattest du schon mal einen Freund? Ja, hatte ich. Und jetzt im Moment, ich habe seit 2 Jahren, ich habe jemanden kennengelernt und mit dem telefoniere ich immer und
Der wohnt gar nicht so weit weg von mir. Mhm. Aber ich habe mich noch nicht mit dem getroffen und ich traue mich einfach nicht, mich mit ihm zu treffen. Weil du ihm das noch nicht erzählt hast? Genau. Oh, oh. Wie hast du ihn über Internet-Chat kennengelernt oder wie? Ja. Ja. Mhm. Und so lange telefonierst du schon mit ihm und traust dich nicht, die Wahrheit zu sagen? Ja, genau. Mhm. Damals, als du schon mal eine Beziehung hattest, ist der Mann damit normal umgegangen oder konntest du dich in seiner Anwesenheit wirklich fallen lassen oder hattest du bei ihm auch Komplexe und Hemmungen? Nee, hatte ich nicht, weil ich ihn schon so lange kannte und er ist jetzt auch ein guter Freund von mir. Mhm. Und er kannte mich nur so und anders hat er mich nicht kennengelernt. Mhm. Von daher habe ich mir gedacht, wenn er mich nur so kennt, dann muss er mich auch nur so lieben. Jetzt stehst du natürlich da, da hast du dich richtig in eine Sackgasse manövriert, ne? Da telefonierst du so lange mit jemandem und baust irgendwie eine Beziehung auf, wenn auch nur telefonisch. Mhm. Aber der weiß nicht genau, was da los ist. Er wird sich sicher schon gewundert haben, ne? Dass du dich nicht mit ihm treffen willst. Ja, das stimmt. Mhm. Geht eigentlich nur die Flucht nach vorn, Stefan. Ja. Nur das geht. Nun, was willst du machen? Irgendwann kommt die Stunde, wo er sagt, nun will ich mich mal endlich treffen mit dir und jetzt kannst du es vielleicht noch erklären. Ich schätze jetzt, irgendwann wird es sowieso so weit kommen, dass ich mich mit ihm treffe und ich werde sehen, entweder er kommt damit klar oder nicht, anders bin ich nun mal nicht. Mhm. Und er hat jetzt alles von mir kennengelernt, bis auf mein Aussehen. Und ja. Aber das würde ich ihm vorher schon mal am Telefon erzählen. Ja, doch. Damit das auch für dich nicht so eine extrem angespannte Situation ist, wenn du ihn dann triffst. Mhm. Mhm. Liebe Stefania, dann wünsche ich dir wirklich toi, toi, toi. Ja, danke. Dass er dich so akzeptiert, wie du bist. Und dass die Basis, die ihr beide euch da so ersprochen habt, gemeinsam, dass die dann halt auch eine Beziehung trägt. Vielleicht eine neue Liebe. Ich hoffe, dass Fabi das tut. Ja, alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Okay, danke schön. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Unser Thema heute Nacht heißt Ich bin entstellt. Und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt über dieses Thema, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr entstellt seid, vielleicht aufgrund eines Unfalls, wie wir es gerade von Stefania gehört haben, oder einer Erkrankung, einer Behinderung, dann meldet euch bei mir und erzählt mir davon. 0800 220 5050. Hier ist Conny und Conny ist 49 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen, Domian. Hallo Conny. Du würdest von dir selbst auch sagen, dass du entstellt bist? Ja, auf jeden Fall. Warum? Ja, ich hatte vor 30 Jahren, hatte mein Bruder einen Autounfall verursacht. Mhm. Da war ich im 9. Monat schwanger. Mhm. Und bin dann dadurch, dass sich das Auto überschlagen hat, hinten aus die Heckscheibe rausgeflogen. Du saßt mit in dem Auto drin? Ja, ich saß mit dem Auto drin. Mhm. Und dadurch, dass sich das Auto eben überschlagen hat, hat sich dann so eine scharfe Kante gebildet. Ja. Am Kofferraum. Ja. Und da ist mein ganzes Bein drüber gefahren. Das ist praktisch vom Knie bis unten bis unten hin aufgeschnitten gewesen. Mhm. Also es war praktisch, das ganze Gewebe lag praktisch so auf der Straße. Mhm. Ich habe das auch voll mitgekriegt. Ich war auch nicht bewusstlos, gar nicht. Du hast das gesehen und die Bilder noch in Erinnerung bis heute? Die, als wenn das gestern passiert ist. Mhm. Ja. Und du warst eine schwangere Frau im 9. Monat? Ja, das Kind war aber tot. Durch den Unfall? Durch den Unfall, durch den Aufprall, ja. Mhm. Ja. Mhm. Ja, und jetzt ist natürlich das rechte Bein, das besteht auch nur so wie bei der Vorgängerin aus Hautverpflanzung, ne? Mhm. Und das Schlimme ist eben, dadurch bin ich natürlich auch eine Schmerzpatientin, nehme auch Morphine, was mich gestern Abend bei den jungen Mann da abgeschreckt hat, Morphine und Drogen, der tat mir ja wirklich richtig leid. Ja, der gestern angerufen hatte und sehr viel Morphine nimmt, um sich damit zu betäuben. Ja, gut, aber ich finde es auch schlimm von dem Arzt, dass man ihm so viel verabreicht, wenn er damit nicht so umgehen kann. Er kann ja nicht Morphine und Drogen zusammen. Mhm. Ne? Mhm. Beschreib mir das bitte nochmal genau mit dem Bein. Das Bein war wirklich von oben bis vom unten. Vom Knie an. Vom Knie bis unten aufgeschnitten. Bis unten aufgeschnitten und praktisch, ich habe an diesem Bein auch keine Wade mehr, ne? Die ist auch weg. Ach, die ist auch weg. Ja, dadurch, dass ich ein Jahr im Krankenhaus gelegen habe, hatte ich ja auch keine Krankengymnastik, gar nichts, weil ja immer eine Hautverpflanzung nach der anderen bestand. Du hast wegen dieser Sache am Bein ein Jahr im Krankenhaus gelegen? Ja. So, im ersten Moment dachte ich gerade, naja gut,
ist eine Verletzung am Bein, ist ja vielleicht nicht so ganz schlimm. Nee. Aber da täusche ich mich sehr, ne? Ja, da täuscht man sich ganz gewaltig, ja. Also du gehst jetzt, du hast unterhalb des Knies, hast du quasi nur den Knochen. Ja. Und an dem Knochen hängt dann der Fuß. Ja, genau. Und da ist ein bisschen Gewebe noch drunter, was praktisch die Haut auf noch hält. Ja. Und jetzt hat sich natürlich, jetzt ist es 30 Jahre her, hat sich natürlich auch mit der Zeit jetzt Narbengewebe unter dieser Haut gebildet. Und wenn ich mich jetzt irgendwo stoße und ich habe eine ganz winzig kleine Wunde, die geht sofort bis unten auf den Knochen offen und ich muss wieder eine neue Hautverpflanzung haben. Ach, das heißt, du bist quasi heute immer noch beschäftigt und wirst dein Leben lang beschäftigt sein mit dieser schweren Verletzung aus diesem Unfall. Ja. Kannst du denn damit, ich kann mir das gar nicht vorstellen, kann man da richtig gehen mit? Ja, mein Sprunggelenk ist steif. Aber ich kann ganz normal laufen, natürlich auch immer unter Schmerzen, ne? Das ist klar. Ich kann keine langen Strecken, das schaffe ich nicht mehr. Wie viel Mal warst du wegen dieser Erkrankung, Verletzung im Krankenhaus? Oh, Domian, jetzt fragst du mich was, das kann ich gar nicht mehr beantworten, weil ich lasse jetzt eigentlich die letzten Jahre alles nur noch ambulant machen. Das letzte Mal, wo ich im Krankenhaus war, das war, das muss so in den 90er gewesen sein, ich meine so 92, 93, da hatte ich so ein großes Loch, was man ambulant nicht mehr machen konnte. Und da haben sie mir an der linken Schulter hinten Muskels aufs Bein verpflanzt. Weil den Muskel braucht man eigentlich nicht und den haben sie mir aufs Bein verpflanzt. Und diese Operation hat 14 Stunden gedauert. 14 Stunden. Das heißt, um mir mal so nochmal, ich ahne schon, was da los ist, aber nochmal, um mir ein genaues Bild zu machen, wie viele Eingriffe gab es in diesen 30 Jahren an diesem Bein, an deinem Unterschenkel? Ach so, ich schätze mal so 40, 50. Wahnsinn. Ja, und das wird mein Leben lang weitergehen. Ja. Das heißt, du kannst dich nur schützen, indem du ganz vorsichtig bist. Ja, ja. Und wenn du ganz vorsichtig bist, dann geht es auch, oder? Ja, das geht. Ich darf jetzt nicht irgendwo anstoßen. Ich sag jetzt mal, ich habe damals selber keinen Führerschein gehabt. Ich habe einfach einen Führerschein gemacht, da war ich 27, 28, um die Angst beim Autofahren zu verlieren. Ja, ja. So, wenn ich jetzt zum Beispiel im vollen Bus einsteige, mir tritt einer vors Bein, das kann schon für mich zum Verhängnis werden. Ich wollte gerade sagen, du musst doch immer Angst haben, wenn du in Menschengruppen kommst, auf dem Bahnhof, im Flughafen, irgendwo, dass da jemand dran stößt. Ja. Das heißt, du bist, dadurch isoliert man sich mehr und zieht sich mehr zurück? Ja. Ich habe auch so eigentlich, ich bin sehr, sehr viel alleine. Ich bin eigentlich nur mit meinen Geschwistern zusammen, weil die mich halt kennen und mich verstehen. Ne? Jetzt sag mir mal, wie geht man mit diesen Gefühlen um? Der Bruder hat das damals verursacht. Der Bruder ist also mit Schuld an deinem Lebensschicksal und auch mit Schuld, dass du dein Kind verloren hast, was im 9. Monat schon war. Ja, ich habe aber keinen Kontakt zu diesem Bruder. Ich bin damals, als ich die Operation hatte, also die haben mich ja sofort unter Narkose gesetzt und sofort mein Bein operiert. Und dann bin ich ja irgendwo in so einen Raum aufgewacht und da kam er rein und da habe ich gesagt, tu mir einen Gefallen und geh einfach. Ich will dich nicht sehen. Da war dir schon klar, dass er das verschuldet hat? Nee, das war mir sowieso klar. Ich war damals verheiratet und er hat sich während der Fahrt mit meinem Mann unterhalten. Der saß vorne. Ach so. Und guckt und er hatte auch gerade erst 4 oder 6 Wochen den Führerschein. Und dann sage ich irgendwann zu ihm, ich sage, Peter, merkst du eigentlich gar nicht, dass du da immer mehr unterm LKW kommst? Und da reißt der volle Kelle das Lenkrad rum und ja, und dann hat sich das Auto natürlich mehrmals überschlagen. Mein Gott. Das heißt, du hast dann den Kontakt regelrecht abgebrochen damals? Ja, ich nicht. Also ich habe ihm nur gesagt, er sollte verschwinden. Ich wollte ihn nicht sehen. Ja, und das hat er mir halt übel genommen, ne? Er hat dir das sogar übel genommen? Er hat mir das übel genommen, ja. Na hör mal. Was ist denn das für ein Typ? Ja, was ist das für ein Typ? Und habt ihr euch seitdem nicht mehr gesehen? Doch, ich habe ihn letztes Jahr, vor einem Jahr ist mein Vater gestorben. Da habe ich ihn auf Beerdigung gesehen und er ist an mir vorbeigegangen, als wenn ich eine Fremde wäre. Aber erst letztes Jahr, das heißt 29 Jahre hat er sich nicht um dich gekümmert, hat auch nie mal eine Entschuldigung gesagt, dass ihm das Leid tut. Nein, gar nichts. Er weiß doch, was er für ein Leid angerichtet hat. Ja, er weiß. Er hat praktisch mein ganzes Leben kaputt gemacht. Ja. Ich kann zum Beispiel jetzt auch nicht ins Schwimmbad, ich kann nicht oft, jetzt mal, sage ich jetzt mal, bei mir auf Terrasse irgendwie mal im Sommer richtig schön mit
Badeanzug oder so sitzen, das geht alles gar nicht, weil dann gucken die Leute oben vor dem Balkon und das muss ich ja nicht unbedingt haben. Also es sieht nicht sehr schön aus. Nein. Und du schämst dich dann auch, wenn die Leute hinstarren. Ja, auf jeden Fall. Und alle starren natürlich hin. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also deswegen sagst du auch, das passt dann schon in unsere Sendung, dass du dich auf diesen Teil deines Körpers bezogen, dich schon entstellt fühlst. Ja, auf jeden Fall. Ich kann in meinen eigenen vier Wänden, kann ich jetzt zum Beispiel im Sommer mal mit einer kurzen Hose in der Wohnung rumlaufen. Aber wenn es schellt, dann ziehe ich mir gleich schon eine lange Hose über, weil das muss ich nicht haben. Ja. Da komme ich auch nicht mit klar. Hast du dann später noch mal ein Kind bekommen? Ja, ich habe noch drei Kinder. Einmal mein Sohn, der ist jetzt 27, 28 wird er jetzt. Und einmal Zwillinge. Einmal Zwillinge? Ja. Ja. Wie ist denn dein Mann mit dem schweren Unfall und auch diesem Unglück umgegangen damals? Also ich muss sagen, ich habe damals, was mir erst im Nachhinein bewusst geworden ist, einen Alkoholiker geheiratet. Und ich war praktisch mehr allein im Krankenhaus wie alles andere. Ich kriegte manchmal eine ganze Woche, 14 Tage keinen Besuch. Das heißt, das kam auch noch dazu? Das kam auch noch dazu, ja. Ich war relativ jung, ich war 19 Jahre. Du bist mit dem Mann aber nicht mehr zusammen? Nein, nein. Mhm. Der ist auch mittlerweile durch seinen Alkohol schon tot. Du hast gerade gesagt, dass du Schmerzpatientin geworden bist. Ja. Das heißt, dass du permanent unter Schmerzen leidest. Ja, Wir sagen nochmal, das war vor 30 Jahren. Das ist ja immer Wahnsinn, wenn man sich das so vor Augen hält. Ja. Wie stark sind deine Medikamente, die du nehmen musst? Eigentlich geht es noch. Ich konnte sie bis jetzt noch immer so dosieren, dass ich nur alle paar Tage mal was nehmen konnte. Jetzt muss ich sagen, ich bin jetzt Erwerbsunfähigkeitsrentnerin. Und bin jetzt noch nebenbei in einer Behindertenwerkstatt, wo ich jetzt aber schon seit über anderthalb Jahre krank bin, weil ich es einfach nicht mehr schaffe. Was hast du gemacht in der Behindertenwerkstatt? Im Bürobereich gearbeitet. Ach so. Ah, ja. Ja. Da gibt es so eine, bei uns in Iserlohn gibt es mehrere Einrichtungen. Das sind dann einmal so für geistig und Körperbehinderte. Und dann gibt es eben Einrichtungen für ganz leicht Behinderte. Und in diese Werkstatt bin ich damals vor 15 Jahren reingekommen, weil ich eine Reha-Maßnahme machen wollte. Verstehe, ja. Und jetzt bin ich aber, wie gesagt, schon seit über anderthalb Jahren krank. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Aussichten sind so, dass ich womöglich gar nicht mehr gehen kann. Ja, weil es wird eigentlich, die Schmerzen werden eigentlich immer schlimmer. Ja, du meinst, zurückgehen kannst in die Einrichtung oder überhaupt gehen? Nein, in die Einrichtung zurück. In die Einrichtung. Ja, also da, ich bin ja auch in Behandlung. Ich habe ja einen sehr guten Schmerztherapeuten. Das ist wichtig. Ja, das ist für mich sehr wichtig. Ja. Der ist, den gibt es auch erst seit 3 Jahren und da bin ich sehr, sehr froh drüber, weil das Vertrauensverhältnis, das muss stimmen. Ja. Und der will auch gar nicht, dass ich da wieder zurückgehe. Na gut, denn wenn du Vertrauen zu ihm hast, dann solltest du vielleicht auch seinem Rat folgen, wenn er das so sagt. Ja. Liebe Conny, dann wünsche ich dir, dass es nicht schlimmer wird. Dass du es im Griff hast. Also ich muss damit so weit leben, Domian, sage ich jetzt mal, wenn es mal, es kann irgendwann so schlimm werden, dass eventuell mal sogar das Bein abgenommen werden muss. Aber das sind alles schon Sachen, die eigentlich in meinem Kopf schon lange arbeiten, wo ich eigentlich auch schon mit zurechtkommen würde. Wollen wir hoffen, dass das ganz lange nicht der Fall ist und dass du so über die Runden kommst. Ich wünsche es dir von ganzem Herzen, Conny. Ich danke dir. Alles Gute, Conny. Danke. Tschüss. Und hier ist der Carsten. Carsten ist 22 Jahre alt. Hallo, Carsten. Hallo, Domian. Hallo, Carsten. Also ich hatte vor 4 Jahren eine allergische Reaktion auf eine Hautcreme im Gesicht. Und wurde einen Tag nach meinem 18. Geburtstag in die Hautklinik eingeliefert. Und ja, man kann sich das so vorstellen, dass man jetzt ein Knie aufschlägt praktisch und bildet sich eine Kruste. Und sowas hatte ich dann alle 2 Wochen. Und das war eine ganz normale Hautcreme? Irgendwas harmloses? Nein, Fruchtsäure. Fruchtsäure. Ich war damals zu eitel und war mit ein paar Pickeln nicht zufrieden. Ja, also schon ein bisschen aggressiver mit Fruchtsäure. Ja, genau. Da musste ich auch was unterschreiben. Meine Mutter, weil ich noch nicht volljährig war, musste auch was unterschreiben wegen den Risiken. Wo hast du die Hautcreme herbekommen? Vom Hautarzt. Vom Hautarzt? Erzähl mal weiter. Dann hast du die aufgetragen und dann gab es eine ganz schlimme Reaktion, dass es aussah wie ein aufgesprungenes Knie. Genau. Dann hat's, alle 2 Wochen war mein Gesicht hart. Praktisch wie ein aufgeschnittenes Knie.
Also wie eine Kruste auf dem Gesicht. Ja, genau. Und meine Mimik war auch nicht mehr schmerzfrei möglich. Hab ich auch. Lass mich fragen, woher kam die Kruste? Eine Kruste entsteht doch, wenn es blutig wird. Nee, das konnte man mir auch nicht erklären. Deshalb wurde ich dann auch, als der Hautarzt damit nicht mehr klar kam, wurde ich dann auch in die Hautklinik eingeliefert. Und die haben dann alle Allergien getestet und so weiter, aber haben auch nichts rausgefunden. Aber es war eine allergische Reaktion. Genau. Das weiß man heute. Ja. Und heute? Mittlerweile habe ich trockene Haut und laufe seit 4 Jahren mit einem Sonnenbrand durch die Gegend, praktisch. Kann man sich so vorstellen. Also, du hast ein ganz, ganz feuerrotes Gesicht? Richtig. Immer? Ja. Und das verstärkt sich halt, wenn ich mich beobachtet fühle. Und ich habe jetzt auch eine vegetative Phobie zusätzlich, hat sich entwickelt. Was heißt das? Eine Angst vor Menschenmassen. Weil ich mich überall beobachtet fühle, praktisch. Und dann werde ich halt noch knallroter. Aber erklär mir da nochmal den Hergang. Also da kommt diese Creme mit Fruchtsäure, weiß ich was drauf. Du wolltest eigentlich, dass du eine schöne, noch reinere Haut bekommst, genau, weil du ein paar Pickel hattest. So, dann gibt es diese extreme allergische Reaktion, dass das ganze Gesicht aussieht wie eine verkrustete Wunde. Richtig. Als das dann abgeklungen ist. Alle 2 Wochen ist abgeklungen und kam sofort wiedergekommen, genau. Das ist ja Wahnsinn. Obwohl du natürlich nicht mehr diese Creme aufgetragen hast. Nee, habe ich nicht. Es kam einfach dann so von sich aus immer wieder und immer wieder. Und das war für die Ärzte auch ein Rätsel? Genau, ich war mit Sicherheit schon bei 12 Hautärzten oder so. Und dann haben sie aufgegeben, nämlich in der Hautklinik. Ja. So, dieses kommt aber jetzt nicht mehr, diese Krusten. Nein, das hat sich jetzt... Mhm. Ich habe auch eine Hauterneuerung hinter mir. Eine Hauterneuerung? Genau, durch Vitamin-A-Tabletten. Das war halt die letzte Chance. Und warum ist die Haut jetzt so feuerrot? Wie kommt das? Das kann man mir nicht erklären. Die Ärztin hat auch gesagt, dagegen kann man nichts machen. Und das gesamte Gesicht, die Stirn, die Backen, die Skin, alles ist feuerrot. So als hättest du... Ja, feuerrot ist nicht... Feuerrot ist übertrieben, aber halt ein Sonnenbrand. Ja gut, also wie ein heftigen Sonnenbrand. Tut das auch so weh wie ein Sonnenbrand? Ja, das brennt. Auch vor allem im Sommer oder Winter. Das heißt, du kannst doch überhaupt gar nicht in die Sonne gehen? Nein, ich nehme auch zurzeit Antibiotika, damit ich überhaupt unter die Leute gehen kann. Was machen die Antibiotika, wenn du die nimmst? Die unterdrücken jetzt zusätzliche Schübe. Also dann bekomme ich, weil die jetzt so empfindlich ist, bekomme ich auch Picke. Also. Und wahrscheinlich so in der Mimik, wenn du lachst, dann tut's auch weh. Dann ist er nicht mehr hart, also so tut's nicht mehr weh. Also mittlerweile kann ich mein Gesicht normal bewegen. Was machst du beruflich? Ich hatte eine Ausbildung als Kfz-Mechaniker und studiere zurzeit, weil ich den Beruf auch nicht mehr ausüben kann. Ich war auch ziemlich lange krank in der Ausbildungszeit. Schämst du dich, an die Uni zu gehen? Ja, vor allem dann vor 100 Leuten oder bei 100 Leuten sitzen und alles. Und man kennt das ja, jeder von uns kennt das ja, dass man schon mal rot geworden ist, wenn man sich irgendwie schämt oder unsicher ist. Und bei dir ist das wahrscheinlich... Den ganzen Tag. Ja, und verstärkt dann noch, ne? Sieht man das, wenn du rot wirst. Genau. Und Gesten, die sagen auch alles. Die verletzen dann auch ziemlich. Bitte? Gesten von anderen Leuten. Wie reagieren die Leute auf dich? Naja, manche gucken angewidert, manche lachen darüber, weil sie denken, ich bin jetzt mal knallrot. Ich schäme mich für irgendwas, aber die kennen halt nicht meine ganze Geschichte. Der Körper an sich ist normal. Es ist nur das Gesicht. Nur der Kopf. Auch und nur vorne, nicht hinten der Nacken auch nicht. Nein, halt nur Gesicht, wo ich die Creme damals aufgetragen habe. Wahrscheinlich ärgerst du dich unendlich und maßlos, dass du diese Creme damals besorgt hast, ne? Ja, damit komme ich auch nicht wirklich fertig, dass ich das gemacht habe. Also ich das war damals eine Eitelkeit. Mit dem paar Pickel hätte man leben können. Also 2002 habe ich auch einen Selbstmord gedacht, bin ich ganz ehrlich. Andererseits, wenn einem ein Hautarzt da schon aufschreibt. Ja, ich war ziemlich wütend auf ihn. Ja gut, aber der konnte das ja auch nicht erahnen, was in deinem Körper vorher. Wahrscheinlich haben 100.000 andere Leute das genutzt, benutzt und es ist gut gegangen, ne? Was studierst du? Maschinenbau. Maschinenbau. Lebst du sonst sehr zurückgezogen? Mittlerweile ja. Ich war schon immer ziemlich schüchtern, aber hat sich natürlich verstärkt jetzt dadurch. Ich wundere mich, dass du anrufst. Sehr mutig. Also ich habe auch heute etwas gemacht, was mir selbst Angst einflößt. Nämlich? Einen Abschiedsbrief angefangen zu schreiben. Also du fühlst dich so fertig? Mit meiner Familie ganz ruhig darüber gesprochen, über Selbstmord. Mir hat man dann gesagt, wir haben uns darauf geeinigt, dass ich bis Frühjahr warte. Ihr habt euch darauf geeinigt? Ja. Also die Familie hat gesagt... Also meine Mutter hat dann auch angefangen
weinen, weil sie merkte, wie ernst ich es meine. Mhm. Ja. Und jetzt ist ja schon früher praktisch. Mhm. Ja. Hast du keinen, gibt es irgendwas, was du im Leben schön findest? Fußball zurzeit. Fußball? Ja, ja. Mhm. Mhm. Gibt es eine Freundin? Hatte ich bis 23.12. Mhm. Aber auch nur ein paar Wochen. Aber die hat gesagt, ich spinne und audit. Was meint ihr? Die hat mein Problem nicht ernst genommen. Ja, aber die hat auch keinen Widerwillen gegen deine Haut gehabt. Mhm. Das war der Wurst. Mhm. Mhm. Gab es denn in den letzten Jahren mal etwas längere Beziehungen? Nein, absolut nicht. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass man auch sehr gehemmt ist und sich nicht traut, auf Frauen zuzugehen. Oder? Nee, kann ich nicht. Mhm. Auch auf normale Leute kann ich nicht zugehen. Mhm. Dann hast du in der Uni auch keine großen Freundeskreise? Ja, doch, mit denen ich Fachabi gemacht habe, ja. Habe ich schon. Also ohne die wäre ich da schon längst nicht mehr. Mhm. Wobei, ich denke mal so, du gehst in Vorlesungen und in Seminare, da kennt man sich ja dann nach einer gewissen Zeit. Da sind die Leute dann auch an dich gewöhnt. Das ist doch nicht mehr so schlimm. Nee, mittlerweile nicht mehr. Mhm. Aber in der Anfangszeit war das schon schlimm. Mhm. Da hat man schon Sprüche geerntet. Mhm. Gibt es Träume, die du hast? Hm? Gibt es Träume, die du hast? Nicht mehr. Gar nicht mehr. Also die habe ich aufgegeben. Also ich glaube nicht mehr, dass ich komplett gesund werde. Mhm. Aber es besteht eventuell die Chance, dass sich das zumindest ein bisschen noch bessert. Gegen die Rötung kann man nichts mehr machen. Also die Hauterneuerung war so gesehen die letzte Chance. Mhm. Aber das heißt, die Haut ist rot, aber sie tut nicht mehr weh. Was könnte sich verbessern? Die brennt ab und zu doch, ja. Wenn sie trocken ist. Mhm. Kann man vielleicht mit Erscheinungsbild von Neurodermitis vergleichen. Ja. Was könnte denn noch an Besserung eintreten? Keine Ahnung. Ich traue mich ja mittlerweile gar nicht mehr zum Hautarzt, weil ich weiß, dass der nichts mehr machen kann. Mhm. Warst du denn bei so Richtigen, die auch richtig Ahnung haben? Ja, doch. Koryphäen? Ja, das schon. Kann man denn damit vielleicht mit Schminke irgendwas machen? Nee, ich bin ja so empfindlich in der Haut, also schon bei normaler Seife reagiere ich. Mhm. Weißt du, Carsten, ich will das nun aber wirklich auch nicht im Ansatz irgendwie kleinreden und habe da höchsten Respekt vor dir, allerhöchsten Respekt. Aber in mir widerstrebt sich alles, wenn ich höre, dass du sagst, ich will mein Leben beenden. Ja. Ich habe immer auch Respekt vor Menschen, die irgendwann nach einer langen Phase des Nachdenkens dazu kommen und sagen, ich möchte nicht mehr leben. Ich finde auch, dass man sowas respektieren soll. Ja, vor allem in der Jugendzeit, das ist schon 4 Jahre jetzt, von 18 bis 22, mhm. da ist man eigentlich, da reift man ja praktisch. Ja, aber du bist sonst ein gesunder Kerl, ne? Ja, genau. Du bist fit im Kopf, du studierst, mhm. du hast die Chance, vielleicht irgendwann einen guten Studienabschluss hinzulegen, richtig. Irgendwann einen tollen Beruf zu ergreifen. Das ist alles möglich. Das sind so ganz, ganz viele positive Sachen, die ich mir so denke. Wenn ich das sage, möchte ich deine Verzweiflung nicht kleinreden. Missverstehe mich nicht. Ja. Deswegen bin ich so der Auffassung, dass man, bevor man so einen dramatischen Schritt, das ist der endgültige Schritt, danach gibt es keinen mehr. Mhm. Da sollte man alles Mögliche unternehmen. Zum Beispiel auch was psychologisch, psychiatrisches. Ja, ich warte auf einen Termin jetzt. Ja. Ich warte seit November auf einen Termin. Und wann steht der in Aussicht? Ich soll mich jetzt nochmal melden, Anfang April. Mhm. So, dann wäre da schon mal eigentlich ganz klar, dass man jetzt diesen Abschiedsbrief erstmal wieder zur Seite legt. Ja. Das kann man immer noch machen. Aber man, und diese Chance auch noch nutzt. Du hast ja schon gekämpft, du hast ja sehr viel gekämpft im Moment. Mhm. Glaube ich, wie du es mir erzählt hast. Ja, doch. Jetzt nimm auch diese Chance noch, pack die beim Schopf. Und gib dieser Sache mit dem Psychologen, mit der Therapie, was immer du davor hast, eine Chance. Mhm. Nein, kannst du immer noch sagen. Ja. Und vielleicht werden Tage kommen irgendwann, dass du denkst, das war eine harte Zeit für mich, aber ich bin froh, dass ich das damals nicht gemacht habe. Es gibt doch noch, auch für mich, noch eine ganze Menge schöne Sachen im Leben. Mhm. Mensch, Carsten, kennst du meine Sendung? Siehst du die? Ja, doch. So? Ja. Dann weißt du, was ich manchmal hier Menschen habe, die so schwer krank sind und so wirklich für mich unfassbare Leiden haben. Und nur weil es anderen nicht schlechter geht, dann fühle ich mich nicht besser bei. Nein, klar. Ich sage das ja auch nur mal so. Ich sage es ja nur mal so, um vielleicht auch mal so eine Perspektive ein bisschen hinzukriegen. Mhm. Ich sage das immer mit ein bisschen schlechtem Gewissen, aber trotzdem sage ich es dir.
Ich möchte nur, dass du jetzt nicht etwas tust, was wirklich für deinen Lebensverlauf dumm ist. Ja. Wie gesagt, ich habe Respekt vor deinen Leiden und ich habe auch Respekt vor Menschen, die sagen, ich will nicht mehr leben. Aber in deinem Fall sehe ich das noch nicht so richtig ein, ehrlich gesagt. Mhm. Ich möchte jetzt, dass du mit meiner Psychologin ein bisschen plauderst. Alles klar. Erstmal ein bisschen reden. Und dann hoffe ich sehr, dass du an einen guten Therapeuten kommst, den du ernst nimmst, das ist wichtig. Ja. Und wenn du den nicht ernst nimmst, bricht die Sache gleich wieder ab. Das bringt gar nichts. Okay. Ganz wichtige Sache. Ja. Alles klar. Du legst auf, wir rufen zurück. Mhm, okay. Okay, mein Lieber, tschüss. Ciao. Weiter geht's mit Uli. Uli ist 49. Guten Morgen, Uli. Ja, grüß dich. Ja, guten Morgen. Gehst du ein bisschen näher ans Telefon, Uli? Ja, Moment, Augenblick. War schon gerade besser. Ja. Warum fühlst du dich entstellt? 40 stimmt nicht, 50 fast. 59? Nein, 50. 50. 50 Jahre oder was? Ja, ja. Genau. Mhm. Warum fühle ich mich entstellt? Ich habe, 1973 eine Explosion miterlebt. Kollegen und ich, wir haben einen Silvesterknaller bauen wollen. Mhm. Und haben uns was ganz Besonderes einfallen lassen. Sollte der lauteste Knall werden, den der Ort jemals gehört hat. Mhm. Und dann am 29.12. Hat mein Kollege und ich, wir wollten den komplettieren. Mhm. Und komplettieren heißt, den noch ein bisschen aufmotzen? Nein, das Ding zumachen. Zumachen? Zumachen. Ja. Das war also ein Rohr, das hatte ein 15 Kilo Gewicht ungefähr. Oh. Mhm. Da waren 5 Kilo Sprengstoff drin. 5 Kilo Sprengstoff? Ja. Es sollte die größte Silvesterrakete sein, die euer... Der größte Knall, den der Ort jemals gehört hat. Mhm. Was ist dann passiert? Ja, Jürgen, pass auf, die Sache ist die... Das Pulver, was wir verwendet haben, das war absolut schlagunempfindlich. Mhm. Was wir allerdings nicht gewusst haben, dass dieses Pulver in Verbindung mit Rost hochschlagempfindlich wird. Was heißt Hochschlag? Hochschlagempfindlich heißt, das zündet sofort. Achso, wenn man dagegen kommt. Ja, wenn man dagegen schlägt. Mhm. Und da war Rost in diesem Rohr? In dem Rohr war Rost. Mhm. Und darum musste mein Kollege sterben. Mhm. Und ich wurde sehr, sehr stark verletzt. Also das heißt, ich war 3 Wochen auf der Intensivstation. Mhm. Ich hatte Verbrennungen an den Oberschenkeln, an der Brust, im Gesicht, ich bin Brillenträger, die Brille, das war noch so ein altes Horngestell, die ist mir von der Nase geflogen, da war nichts mehr, diese Metallreste des Brillengestells hat man wiedergefunden in dem Schutt, der da in dem Raum war, da war kein Stück Horn mehr dran. Ja. Wie sehr ist deine Gesichtshaut verletzt gewesen? Die Gesichtshaut, ja, puh. Also ich kann dir sagen, als ich im Krankenhaus gelegen habe und bin von der Intensiv- auf Normalstation verlegt worden, man hat mir keinen Spiegel gegeben. Also das Augenlicht war erhalten geblieben? Es ist nichts passiert. Die Brille ist mir... vorm Gesicht zerplatzt, die Gläser sind zersprungen, es ist nichts ins Auge gekommen, gar nichts. Mhm. Ja? Wie siehst du heute aus? Beschreib dich mal, wenn ich dich jetzt, ich kann dich ja nicht Gesicht sehen. Im Gesicht sehe ich
siehst du bei mir gar nichts. Du siehst gar nichts, nur die Oberschenkel und an den Oberarmen sind Verbrennungsnarben zurückgeblieben und ein Splitter dieser Bombe, der ist direkt bei mir über die linke Brustwarze gegangen und hat im Prinzip die Brustwarze abrasiert. Ich habe gedacht, da wächst nie wieder was. Das Ding ist wieder wie neu. Da ist also nichts bei zurückgeblieben. Das nur. Ja, bitte. Nur, wie gesagt, auf den Oberschenkeln. Ich bin also bestimmt 15 Jahre nach dieser Sache in kein Freibad, in keine Badeanstalt gegangen. Also weil die Oberschenkel auch sehr deformiert aussehen. Und ja, das ist alles vernarbt. Ne? Das ist alles absolut. Jürgen, du musst dir vorstellen, bei der Explosion, ich habe vor dem Sprengkörper gekniet. Als das Ding hochgegangen ist, ich habe den vollen Feuerstoß abbekommen. Ja. Und auf den Oberschenkeln, da waren ungefähr so ein Zentimeter dicke Pulverkruste drauf, die hat geglüht, weißt als du, ich rausgegangen bin. Weißt du, wenn du mir das so erzählst, wahrscheinlich haben das 100 Leute auch schon zu dir gesagt, du hast ja doch auch noch Glück gehabt. Ne? Ja, natürlich. Ein wahnsinnig. Dein Freund ist ums Leben gekommen. Ja. Und du hast zwar schwere Verletzungen, aber dennoch Verletzungen, mit denen du ja eigentlich ganz gut leben konntest danach. Ja. Ne? Ja. Und vor allen Dingen das Gesicht ist in Ordnung, sagst du? Das Gesicht ist okay. Ich stelle mir nur aber auch die seelischen Folgen enorm vor. Tja. Das ist ja, der Freund stirbt. Hast du in Erinnerung, hast du ihn gesehen noch oder warst du bewusstlos? Also ich war vielleicht eine Sekunde bewusstlos. Ich bin sofort hochgesprungen, habe meinen Kollegen, nur ich habe bloß die einzige Erinnerung, die ich jetzt im Augenblick so daran habe, das war eine Lampe, die oben an der Decke war, die habe ich gesehen, sofort. Die ist nicht mehr zerplatzt. War dein Freund sehr entstellt durch die Explosion? Ja, also, gut. Die linke Hand war abgerissen. Linksseitig war der Bauch aufgerissen. Die linke Ferse war abgerissen. Ein Splitter ist quer übers Gesicht gegangen. Also vom linken Auge bis oben zur Schädeldecke. Er hat den Schädel total gespalten. Also, du brauchst es gar nicht weiter erzählen. Das ist natürlich ein Eindruck, den wird man sein Leben lang nicht mehr los. Nein. Den wird man nie wieder los. Nein. Nein. Bist du damals psychologisch betreut worden? Oder? Nein. Nein. Du hast das alles mit dir selbst ausgemacht. Und, ja. Das ist Ganze ist jetzt 30 Jahre, nee, 1963. Über 30 Jahre. 63. 63 sogar. Ja, genau, 63. Quatsch. Moment. 56 bin ich geboren, 17 Jahre war ich, also waren wir 73 war es. Ja, genau. Ja, also sehr lange her. Wie sehr ist dir dieses schwere Unglück heute noch präsent? Wie sehr ist das lebensbestimmend für dich? Sehr. Ich merke das an der Art und Weise, wie du das erzählst, Uli. Das ist so nah, obwohl es so weit weg ist. Ja, das ist sehr nah. Also, das ist eine Sache, ich habe schon einiges weggesteckt in meinem Leben, aber weißt du, das war... Was empfindest du, wenn alljährlich Silvester die Kracher losgehen? Ja, ich sag dir eins, ich habe gelernt, das zu verdrängen irgendwie. Und das, was heißt, ich vergesse meinen Kollegen nie. Und ich vergesse auch das Ereignis nie. Und ich weiß ganz genau, heutzutage, da spielen die Kinder genauso mit
irgendwelchen Sachen rum. Immer wieder kommt dir sowas auch vor. So, und Jürgen, ich sag dir ganz einfach, in einem gut sortierten Haushalt, wenn sich jemand ein bisschen mit Chemie auskennt, der baut hier aus den Sachen, die in einem gut sortierten Haushalt sind, jederzeit eine Bombe. Und weißt du, wir haben, ich habe das Wissen nicht gehabt, dass das mit dem Rost ist. Und ich will dir was sagen, bei der Untersuchung, es waren ja, ist ja ganz klar, Kriminalpolizei und Polizeitechnisches Bundesamt und alles drum und dran, die waren ja alles damit da dran. Und die haben rumgeforscht und rumgefuchst und haben gesagt, das, was ich als Mischung angegeben habe, das kann gar nicht gewesen sein. Das kann das es kam gar nicht dann sein. Durch den Rost erst, ne? So, und weißt du was, Jürgen? Das mit dem Rost, das habe ich und ein anderer Kollege herausgefunden. Ach so. Und das war wirklich dann die Ursache für die schwere Explosion? Weißt du was? Ich habe rumgefuchst, ich habe gedacht, das kann nicht sein. Es kann nicht sein, der Kollege ist tot. Warum? Warum ist das so? Und ich habe nicht eher Ruhe gegeben. Wir haben die Mischung immer und immer wieder hier in Silberpapier gepackt, auf den Amboss gelegt, haben mit einem dicken Hammer draufgehauen. Ob sie das Zeug entzündet, das passierte nichts. Dann kam es aber irgendwann raus. Und dann irgendwann habe ich überlegt, Mensch, es könnte Rost sein. Wir haben Rost dazu gemischt und das Zeug ist hochgegangen. Und dann habe ich das weitergegeben an das PTB und die haben das ausprobiert in einem Versuch und dann haben sie gesagt, also der Rauminnendruck, es waren circa 15.000 Kilo pro Quadratzentimeter Raum. Wahnsinn, das ist Wahnsinn. Also man kann es ja wirklich ermessen aufgrund dessen, was du gerade auch geschildert hast. Ja. Ich würde gerne, dass wir dich gleich auch nochmal anrufen, Uli. Bist du damit einverstanden? Ich danke. Bist du damit einverstanden? Alles klar. Ja, dann danke ich dir sehr herzlich, dass du das erzählt hast. Und wir melden uns bei dir gleich nochmal, okay? Alles klar, danke dir. Alles Gute, Uli. Jo, tschüss. Anja ist hier. Anja ist 37. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Guten Morgen. Hallo, Anja. Ja. Entstellt. Entstellt, ja. Ich bin auch entstellt. Ich bin 2000 von meinem ehemaligen Lebensgefährten mit einem Messer überfallen worden. Ja. In der eigenen Wohnung und mit 34 Stichen lebensgefährlich verletzt worden. Und hab da so die, ja. Hast du gesagt, mit 31 Stichen? 34. Mit 34 Stichen? Ja, die also ziemlich heftig waren mit. Wohin, überall? Überall, also man kann sagen so von Hals bis Knie ungefähr. Hauptsächlich so Abdominal- und Thoraxbereich. Mit schweren arteriellen Verletzungen, Brustverletzungen, Bauchverletzungen, Leber, Gott. Lunge, also so ziemlich alles. Also ein Wunder, dass du überlebt hast. Ja, genau, ja. So, und warum hat er das getan? Das habe ich eben schon zu deinem Kollegen gesagt, das ist immer so eine Frage, das lässt sich einfach eben halt nicht klären. Man fragt sich ja selber immer so nach dem Warum oder. Naja, es kann ja sein, dass gab es einen Streit? Nee, gar nichts. Gab es Eifersucht? Nein. Gar nichts? Also gut, das kann natürlich sein, Eifersucht oder so, das weiß ich jetzt nicht, aber es war also nicht eine Situation, wo wir gestritten haben. Er kam zu Besuch, wollte die Kinder besuchen, wollte eigentlich seine ältere Tochter abholen, hat das Messer gezogen und zugestochen. Also ihr hatte Kinder miteinander? Ja. Und ihr wart zu der Zeit getrennt? Getrennt, ja. Wie lange schon getrennt? Ungefähr ein Dreivierteljahr. Und waren da irgendwie Spannungen entstanden, Kinderregelungen? Eigentlich nicht, nein. Wer hatte denn vorher wen verlassen? Also ich habe ihn verlassen, in der Schwangerschaft mit dem zweiten Kind. Und du hattest ihn in Erinnerung als einen relativ normalen Mann oder schon einen aggressiven Mann? Nee, aggressiv nicht. Nee, also schon so ein bisschen spinnert eben halt im Kopf so, ne? Und so ein bisschen, ja, halt nicht so richtig lebensfähig, sag ich mal. Aber nicht aggressiv Also eine Tat aus heiterem Himmel. Ja. Eine wirklich aus heiterem Himmel eine Tat. Sag mir nochmal den genauen Hergang. Er kam in die Küche rein. Genau, so die Kinder waren gerade zum Mittag schlafen im Bett, das war mittags um eins. Sagte er was? Bitte? Sagte er was, als er reinkam? Ja, er hat gesagt, ich steche dich jetzt ab. Ach, das sagte er? Ja. Und hatte er das Messer dabei? Ja, ja. Wie groß war das Messer? Ein Klappmesser, 20 Zentimeter, sagte die Polizei dann. Er kommt rein und sagt, ich steche dich jetzt ab. Und hat das Messer schon in der Hand? Richtig, ja. Hat es dann ausgepackt, aufgeklappt. Diese allerersten Sekunden, als er noch nicht an ihr dran war, hast du es da ernst genommen? Nein, ich habe gedacht, er will sich irgendwie einen Apfel schälen, spinnt rum oder
Also habe auch noch gesagt irgendwie, also dass man darüber keine Scherze macht eben halt. Aber dann kam er immer näher an dich ran? Nein, da kam also so dann, also mit dem Spruch hatte ich das Messer also praktisch schon in der Milz. Das waren so Sekundenüberlegungen, ja, das kann ja nicht sein und so. Ja. Konntest du dich aber überhaupt, ne, wehren kann man sich doch gar nicht, ne? Ja, also, irgendwie, ne? Aber, ja, also das, was mir dann erzählt wurde, wie eben halt die Küche hinterher aussah, also muss ich mich schon gewehrt haben. Ist er dann danach, nach 34 Stichen in deinen Körper, ist er geflohen? Ja. Wie alt sind die Kinder? Waren die Kinder damals? Die Kinder waren 1 und 2 Jahre alt. Die waren bei dir in der Wohnung? Ja. Wer hat dich denn dann gefunden? Also gerettet haben mich praktisch Nachbarn, die das gehört haben. Du hast geschrien? Ich habe geschrien und habe da wohl auch, also es war ja laut genug offensichtlich, und die kamen dann eben und haben ihn also auch mutigerweise von mir runtergezogen. Den bin ich also heute noch. Ach so, er war dann doch noch da? Ja, er war noch dabei, wollte mir die Kehle durchschneiden. Dabei habe ich mir dann die Hände sehr schwer verletzt, dass ich mir also dabei die Fingerkuppen fast abgeschnitten habe. Gott, das ist ja unfassbar alles. Ja. Das ist ja unfassbar. So, und dann ins Krankenhaus. Ja, so, also von da an weiß ich dann nichts mehr. Ich weiß noch, wie dann eben halt der Notarzt kam, und dann bin ich irgendwann mal 14 Tage später auf Intensivstation wach geworden. 2 Wochen Koma? Ja. Was waren die schwersten Verletzungen, die du hattest? Das kann man so schlecht sagen. Also die Lunge war sehr schwer verletzt, 7-fach durchstochen, die Milz komplett kaputt. Leber massiv zerstochen, dann große arterielle Verletzungen im Brustbereich. Das heißt, du bist wirklich wahrscheinlich mehrfach operiert worden, oder? Ja, auch, ja. Ja. Wie lange hast du im Krankenhaus gelegen? 6 Wochen. Und dann Reha und Kur und... Ganz zu schweigen von den Schmerzen, die du hast aushalten müssen. Gar nicht mal so, also das ist, man denkt ja immer, das ist so mit Schmerzen verbunden, also wenn man so überfallen wird. So, dass, also man merkt vielleicht noch so den ersten Stich. Ja, vielleicht, nein, ich meine die Schmerzen danach, ne, im Krankenhaus. Nee, auch nicht. Also auch die nicht. Die haben mich wirklich sehr gut eingestellt, medikamentös. Mhm. Ich habe also praktisch, ja, bis zum halben Jahr danach kaum Schmerzen gehabt. Mhm. Kann natürlich auch Schock gewesen sein. Also ist natürlich, man ist auch so ein bisschen benebelt. Vielleicht. Ja. So, das. Wo kamen die Kinder in dieser Zeit hin? Die waren zu Hause geblieben. Die Pateneltern der Kinder sind dann sozusagen bei mir eingezogen. Ach, die haben sich um die Kinder gekümmert. Haben sich um die Kinder gekümmert, und danach habe ich dann eben eine Haushaltshilfe gehabt. Mhm. Was ist mit dem Täter passiert? Der ist verurteilt worden zu 8 Jahren auf versuchten Totschlag und schwere Körperverletzung, ist aber jetzt im Februar freigelassen worden nach 2/3-Verbüßung. Ach guck. Ja. Mhm. Na toll. Und auch wieder so ein Fall, ne? Wo man denkt, wie bitte? Ja. So, ja, und dann, also was dann so im so eine Tat an sich ist ja schon nicht so das Netteste, was einem passieren kann, aber das, was im Nachhinein eben halt passiert mit Kosten, wovon lebt man, oder wie sieht der Arbeitgeber das? Ich versuche jetzt beispielsweise eben halt in meinen Arbeitsplatz zurückzukommen, und der Arbeitgeber behindert mich praktisch, indem er sagt, ich wäre also überhaupt nicht in der Lage zu arbeiten, und was so nicht stimmt. Also ich, für mich habe das... Was bist du vom Beruf? Ich bin Erzieherin vom Beruf. Ja. So, und da wird mir dann natürlich gesagt, also man kann damit ja gar nicht klarkommen. Es gibt ja gar nicht, dass man so ein Trauma auch verarbeiten kann. Ja. Ich komme nur aus dem Bereich, ich habe auch eine therapeutische Ausbildung. Ach so, und bist also und hast dich auch entsprechend dann betreuen lassen? Sofort, danach, ja. Sofort, 2 Monate später, sobald ich wieder sprechen konnte. Daher wirkst du wirkst da sehr, sehr klar. Und ja, die ganze Sache ist für dich eingeordnet in deinem Leben. Ja. Und du trägst das, du heißt das Thema ja, ich bin entstellt. Ja, genau, also die körperlichen Entstellungen sind natürlich schon sehr massiv. Dadurch, dass eben, also 34 Stiche plus diese ganzen Operationsnamen. Also ich habe... Also den ganzen Namen. Körper vorne, wenn man dich vorne genau, ja, sehen also, würde. Genau, ja, also wenn du jetzt so guckst, ich sehe dich ja gerade auf dem Bildschirm, also dann musst du dir so ein T vorstellen, also oberhalb, unterhalb des Kehlkopfes bis runter zum Schambein und dann nochmal rüber quer eben halt. Das Gesicht hat er nicht getroffen? Nein. Das hat er nicht getroffen. Mhm. Hast du heute noch Schmerzen, oder ist das gut verheilt alles? Es ist also alles sehr gut verheilt, also wesentlich besser als man dachte. Ja. So, und ja gut, das Übliche, was man halt mal so bei Wetterumschwung hat. So. Ja. Aber ich denke eben halt auch so, deswegen rufe ich eigentlich an, um einfach auch mal zu sagen, also auch nach so einer Geschichte, kann man das Leben trotzdem irgendwann wieder schön finden. Mhm. Habe ich zwar damals auch nicht gedacht, aber ist mir Gott sei Dank geglückt. Ja, ich muss auch wirklich sagen, das erstaunt mich sehr, wie tough du darüber erzählst. So. Ich auch, ich wäre wahrscheinlich geschockt für mein Leben, wenn sowas passiert wäre. Nee, also, auch welche Ängste das auslöst. Vor allen Dingen, wenn man sowas erlebt hat, dass aus heiterem Himmel das passiert, hast du nicht immer, witterst du nicht immer die hinter jeder Person, dass die Person plötzlich durchdreht? Nein, nee, Gott sei Dank nicht. Also ich habe auch so zum Glück überhaupt nicht, dass also viele Männer hatten danach Schwierigkeiten, Männer aus dem Freundeskreis, Männer aus dem Bekanntenkreis, die hatten dann echt Schiss, auch ins Krankenhaus zu kommen, mich zu besuchen, weil sie sich einfach geschämt haben, ein Mann zu sein. Wahnsinn. Und habe dann erstmal klargestellt, irgendwie, also dass ich nicht
in jedem Mann den mit einem Taschenmesser und durch die Gegend rennen sehen. Jetzt sag mir nochmal, bei der Gerichtsverhandlung, warst du da wieder fit? Warst du dabei? Nein, also fit war ich nicht, aber ich war dabei. Du warst dabei. So, wie hat der sich denn in der Gerichtsverhandlung verhalten? Wie hat er sich zu der Tat gestellt? Gar nicht. Also der hat einen gemacht auf Blackout. Und ich konnte eben halt anhand von bestimmten Aussagen auch belegen, eben halt, dass das also kein Blackout gewesen ist, dass er sehr wohl gewusst hat, was er da gemacht hat. Und der hat halt so das arme Lämmchen versucht zu spielen. Es gab nie eine Entschuldigung von ihm? Ja, natürlich die offizielle Gerichtsentschuldigung, nicht? Damit so ein bisschen das Urteil so ein bisschen milder fällt, aber ansonsten natürlich nicht. Ne? Hat er es geschafft, dir in die Augen zu gucken im Gerichtssaal? Ja, kackfrech. Kackfrech. Also richtig kackfrech. Mhm. Also ich hatte dann zu tun, so meine Anwältin, die sagte dann, also es wäre ganz wichtig, eben halt auch diesen Prozess durchzuhalten, sozusagen, weil man dann für sich selber halt auch merkt, also je länger man dabei ist, desto mehr verliert man die Angst, weil das ist ja klar. Ich hatte Angst in dem Fall erstmal. Und da auch wieder gerade rauszumarschieren, also es war schon wichtig. Ist dir Schmerzensgeld zugesprochen worden? Ja, aber lächerlich. Also das ist ja dieses Additionsverfahren innerhalb eines Strafprozesses. Und wie viel ist das? Es waren damals 20.000 Mark. Ja, das ist aber ein Witz ist das. Das ist ja eine Unverschämtheit. Ja, und die müsste man gleich wieder zurücküberweisen aus. Ich habe bisher auch irgendwie dann tatsächlich mal 450 Euro insgesamt in den vergangenen 6 Jahren gekriegt. Mhm. Die habe ich allerdings auch gespendet. Also ich will, dass ich Blutgeld. Ich bin immer fassungslos. Und ich werde auch nicht müde, darüber empört zu sein, wenn ich diese Gerichtsurteile höre. Mhm. Da geht ein Typ wachen Geistes und ersticht eine Frau, auf eine Person mit 34 Stichen ein und kommt nach ein paar Jahren schon wieder raus. Es ist unfassbar. Hast du Angst? Und hat noch eine Ausbildung im Knast gekriegt, ne? Und also eine Ausbildung. Schön, auf unsere Steuerkosten. Ne? Auf unsere Steuerkosten und was weiß ich nicht alles. Und ich selber, mir wird eben halt aufgrund, also ich bin dann mit 50% schwerbehindert geblieben, sozusagen. Mhm. Das soll so ein bisschen eben halt die Umstände abmildern. Mhm. Für mich ist es einfach nur hinderlich. Hast du Angst, dass der nochmal auftauchen könnte? Ja, natürlich, klar. Ja. Also nicht unbedingt, dass er mir was tut, aber eben um die Kinder habe ich schon Angst. Das sind eure gemeinsamen Kinder? Ja. Wie schlimm auch, wie wirst du den Kindern das irgendwann, du wirst es den Kindern irgendwann erzählen? Nein, nicht irgendwann, also das ist schon Gegenstand. Ist schon Gegenstand. Ja, die haben mich ja gesehen. Mhm. So, ich saß erst im Rollstuhl, dann am Rollator, dann haben sie die Narben gesehen, die waren ja halt auch klein. Mhm. Wie lange wart ihr zusammen? Auch gute 3 Jahre. Da lernt man ja jemanden ganz gut kennen. Ja, anscheinend ja nicht. Ne? Anscheinend nicht. Ja. So, also, hast du dir da selbst mal Vorwürfe gemacht nach dem Motto, war ich da zu lieb? Ja, klar. Ja, das hat lange gedauert. Also das war so Hauptbestandteil der Therapie, so dass ich eben halt gesagt habe, also ich komme ja aus dem Bereich, ich selber habe ja nun auch in therapeutischen Settings gearbeitet und konnte nun gar nicht verstehen, dass mir sowas also irgendwie nun völlig durch die Lappen gegangen ist. Ja, man ist liebesblind. Ja. Oder? Ob das liebesblind war, weiß ich auch nicht. Warst du in den sehr verliebt damals? Anfänglich, aber schon nach kurzer Zeit nicht mehr so furchtbar irgendwie. Also ist der denn irgendwie früher mal aufgefallen durch irgendwelche kriminellen Taten? Eigentlich nicht. Nee. Eigentlich ein ganz normaler Typ. Ja. So, ne? Selber Sozialarbeiter, also, ne? Ach, Sozialarbeiter auch noch. Ja, ach so, ne? Kommt auch noch aus dem sozialen Bereich. Kommt selber aus dem Bereich. Unfassbar. Also echt, Und weißt du, ob der jetzt auch wieder in deiner Umgebung irgendwie wohnt? Ja, das ist eine Zumutung für die Opfer. Ja. Dass diese Täter nicht die Auflage zumindest bekommen, sich in einem gewissen Radius fernzuhalten von den Opfern. Ja, das ist ja das Problem. Da müsste ich ja meinen Wohnort bekannt geben. So, und also diese Möglichkeit hätte es schon gegeben, per einstweilige Verfügung, aber da müsste ich meinen Wohnort bekannt geben. Weil dann wird ja vorausgesetzt, dass der Täter also gefälligst auch weiß, wo das Opfer wohnt, wo er sich nicht aufzuhalten hat. Aber du hast Sorge, dass der das irgendwie schon rauskriegt. Ich meine, ich habe ja auch rausgekriegt, wo er ist. Ja. Also schwierig ist das ja nun nicht irgendwie so. Hast du für dich irgendwie besondere Vorsichtsmaßnahmen getroffen? Also ich habe mir einen Schutzhund zugelegt, so, den ich eben halt in den vergangenen 3 Jahren ausgebildet habe, auch gut ausgebildet habe. Und ja, vielleicht musst du gar nicht weitere Sachen erzählen, das müssen wir gar nicht in der Öffentlichkeit austragen. Wichtig ist, dass du dich schützt und dass du vorbereitet bist. Die Details müssen wir ja gar nicht ausbreiten. Also, ich finde das erstaunlich, Anja, wie toll du damit umgehst. Respekt und ich ziehe den Hut. Wirklich. Vielleicht bist du wirklich ein gutes Vorbild, wie man es auch machen kann. Aber das kann man aber auch nur wirklich mit professioneller Hilfe, ne? Kann man nur mit professioneller Hilfe. Und es gehört, denke ich, auch ganz viel auch so der Glaube an sich selber. Und an, so an das, ins Leben zurückwollen. Ist auch eine Typfrage. Wahrscheinlich warst du früher auch eher so ein zupackender Typ. Und ja, schon. So. Aber also da merkt man eben halt auch, also das ist auch noch so eine ganz wichtige Sache. So was, also das ist ja alles schlimm und, ne, ist ja klar. Aber trotzdem gibt es ja auch
sowas Positives, auch wenn was Schrecklichem was passiert. So, dass man, also in dem Fall, ich eben halt gemerkt habe, also ich habe mich früher nie für so stark und kräftig auch gehalten. So, und habe da eben wirklich auch Grenzerfahrung in dem Sinne dann auch positiv gemacht. Muss ich leider Schluss machen, die Sendung ist gleich vorbei. Ja. Es hat mich sehr gefreut, dass du angerufen hast. Ja. Alles Gute wünsche ich dir. Vielen Dank. Tschüss. Ich dir auch. Dankeschön, tschüss. In der Technik, Malte E-Mail.